Okay, Hyogamon ist sogar vorher dran. Das ist gut. Paralysiert ist jetzt Mutfrigimon auch noch. Aber er kontert trotzdem. 73, okay, ja. Halb so wild. So, dann boxe ich sie jetzt alle drei um. 59, 49, 38, alle drei K.O. Bam, sage ich dann nur. So wie ich es wollte. Ja, 230 XP für alle drei, ja. Und, naja, Datamon und Akatorimon haben ja Level Up. Bald habe ich schon wieder Geld für ein neues Toyplane zusammen. Dann kann ich das hier locker verballern. Schauen wir uns mal um. Gibt es hier irgendwo noch ein Tankmon? Na gut, hier ist jetzt noch eins drinne. Hier unten stehe ich dann vor einer Wand. Komme ich nicht durch. Gut, hier das Tankmon, das bekämpfen wir jetzt einfach mal. So, Brownstinger auf Tankmon. Die Skizzers Claw auf Clockmon. Und es kommt erstmal ein Small HP Cure auf Hyogamon. Ach, Mist. Ja, jetzt kommt der Chrono Breaker. Meramon verfehlt, Gott sei Dank. Dann ist Zeltamon jetzt mal zuerst dran. Ja, auch Tankmon wird jetzt vergiftet. Das ist sehr gut. Jetzt kommt der Assist von Akatorimon. So, dann machen wir mal weiter mit Bronzdinger auf Meramon. Skizzers Claw auf Clockmon und Fist of Fate auf Tankmon. Oh, Attacke verfehlt. Da kommt jetzt der Chrono Breaker gegen Hyogamon. Boah, trifft aber nur für 8. Boah, 80 Schaden gegen Clockmon und der ist sogar besiegt. Das war gar nicht so geplant, aber okay. Gut, dann kommt jetzt so nochmal ein Brownstinger. Meramon. Triple Forces einfach mal und Meteor Wing. Schauen wir mal, ob es klappt. Wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Okay, nee, es wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Gut, naja, man muss sagen, Tankmon ist ja ein mechanisches Digimon und Feuerattacken scheinen Maschinen-Digimon nicht allzu viel Schaden zu machen. So kommt es mir auf jeden Fall immer vor. Immer wenn ich mit Feuerattacken gegen irgendwelche Maschinen-Digimon oder maschinenbezogene Digimon kämpfe. Und das macht dann schon wieder mehr Schaden.
Gut, dann gibt's jetzt Elektroschocker, Triple Forces und Verteidigen. Mich würde eigentlich mal interessieren, was Deltamon da an seinem rechten Arm hat, was das für ein Digimon darstellen soll. Also links könnte es ja fast der Kopf von einem Skygreymon sein, aber rechts habe ich keine Ahnung. So, Level Up für Hyogamon. Und weiter geht's. Hier ist nur eine Kiste. Ein EP-Bugzap 2. Ja, dann kämpfen wir wohl gegen das Tankmon hier. Gehen wir zuerst mal auf Clockmon. Skizzer's Claw dann auch gegen Clockmon. Und Needle Spray gegen Tankmon. Och, schon wieder so viel Schaden. Oh, Tankmon verfehlt. Umso besser für uns. Clockmon, ich glaube, deine Zeit ist gleich abgelaufen. Boah, 80 Schaden durch. Ja, Clockmon, wie gesagt, deine Zeit ist abgelaufen. Ist vorbei. Game over. So, Bronze Dinger nun auf Tankmon. Sporting Ink. Nee, Quatsch. Skizzer's Claw auf Tankmon. Und probieren wir es mal mit Needle Spray auf Meramon. So, Tankmon ist auch platt. Gibt's nur noch Meramon und unsere drei. Und jetzt kriegt er auch noch den Needle Spray. Also es läuft gerade in der Runde alles richtig. Sehr schön, jetzt kann ich ja mal raufhauen mit was immer ich will. Hyper Cannon. Sporting Ink. Iron Drill Spin. Das überlebt kein Meramon. Gut. Wieder mal einen Kampf gewonnen. War ja recht einfach. 237 XP, auch Deltamon und Akaturimon haben gleich Level 19 nach dem nächsten Kampf dann. Das ist gar nicht schlecht. So, jetzt schauen wir doch mal irgendwie, ob wir hier einen Weg finden, da runter zu kommen zu diesem Tankmon. Autsch! Da ist eine rote Wand. Muss ich hier rumfahren. Hier was? Nein. Hier vielleicht? Auch nichts. So, da ist nur dieses Tyrannomon.
Hier ist nochmal eine Kiste, die nehmen wir auch mit. Was sollen wir denn mit diesen ganzen EP-Packs? Die braucht doch mal wieder kein Schwein. So wieder diese Tyrannomon, Coelamon, Mutfrigimon Kombination. Bronze-Dinger auf Tyrannomon. Skizzer's Claw auf Tyrannomon. Needle Spray, Coelamon. Tyrannomon wurde schon mal vergiftet. Schokobär setzt seinen Assist ein und verstärkt seine eigenen Kräfte. Jetzt bitte nicht auf Akatorimon. Ach man, jetzt kommt der Konter natürlich auf Tyrannomon und den hauen wir um damit. Und die ganze Schwächung war eigentlich relativ umsonst. Naja gut, dann gehe ich jetzt Focus Target Coelamon. Ich wollte unbedingt jetzt mal Spouting Ink sehen von Deltamon. Oh, na, zuerst mal noch ein Assist. Der wahrscheinlich wieder voll unnötig ist. Ja, gegen Coelamon, das jetzt stirbt. Super. Oh ne, es kann einmal damit angreifen. Wow. Und macht irgendwie 16 Schaden. Ja, toll. Herzlichen Glühstrumpf. So, Sporting Ink. Okay, sieht ja normal aus. Langweilig. Macht 68 Schaden und tötet Coelamon. So, jetzt machen wir mal einfach mal nur den Elektroschock. Hier verteidigen wir jetzt mal und hier machen wir so ein Small AP Cure auf sich selbst. Mhm, da wäre nämlich jetzt der Konter gekommen. Das kann er jetzt nicht kontern, kriegt dafür erstmal auf die Mütze. Und macht damit noch 7 Schaden. Hihi. Das probiere ich jetzt mal aus. Dann hätte ich zudem gerne die Scissors Claw und die Fist of Fate. Ah, erstmal ein Konter. Für 66, das geht. Dieser Reinitialize müsste eigentlich alles zurücksetzen. Von Mutfrigimon. Und eventuell könnt ihr gerade meine Hunde bellen hören. 230 XP. So, alle drei sind jetzt Level 19. Ich denke, ich kämpfe jetzt noch gegen einen Tankmon und dann war's das erstmal für diese Folge. Gut. Ja, wenn ich jetzt Tankmon beschießen will, gehe ich am besten oben hin, um sicher zu sein. So, hallo Tankmon. Probieren wir es mal mit dem Toyplane aus.
Ist das jetzt schon groß? Ne, das ist nur so ein mittelgroßes. Oder? Das ist nur mittelgroßes. Nee, wir ballern kein zweites drauf. Wir probieren es einfach. Und wenn es nicht klappt, Pech gehabt. Mit dem mittelgroßen müsste es aber gut funktionieren, sag ich mal. Aber zwei Toyplanes für einen Champion Digimon zu verballern, ist ein bisschen zu schade. Da hätte man jetzt noch irgendwie ein Toy Boat oder so gebraucht. Also so B-Stufe dieser Geschenke. Das wäre dann in Ordnung gewesen. So, dann wie immer Taktik. Zuerst mal Clockmon umhauen. Und hier fahre ich schon mal gegen Tankmon. Mal schauen, ob es überhaupt so klappt wie jedes Mal. Jo, vergiftet, dann wird die nächste Attacke auf jeden Fall auch sitzen und wird ihn wahrscheinlich killen. Das war jetzt relativ schlecht, denn Needle Spray wollte ich eigentlich ja auf Tankmon haben. Hat's gereicht? Nein, es hat diesmal noch nicht gereicht. Dann gibt's jetzt einen Brown Stinger, eine Scissors Claw und Meteor Wing. Gut, dass sie jetzt am Schluss erst kommen. Also mit zuerst Verteidigung schwächen und dann Vergiftung drauf macht auf jeden Fall immer mehr Schaden. ...37, 37, 39. Tankmon und Clockmon sind besiegt. Gut, jetzt steht nur noch Meramon. Den können wir jetzt ganz einfach fertig machen. Stun Flame Shot. Skizzers Claw. Iron Drill Spin. So, Meramon ist besiegt. Hoffen wir mal, dass er jetzt auch unserem Team beitreten möchte. Kein Level Up für meine Digimon diesmal. Ja, und Meramon möchte unserem Team beitreten. Sehr schön. So, da Meramon eh nur reindigitiert wird, brauchen wir keinen Spitznamen. Ja, so, das war ja erstmal das, was ich erreichen wollte. Wir haben auch genug Geld für uns, einen weiteren Toyplane Power zu kaufen. Oder wir sparen jetzt halt auf irgendwas anderes, aber ich würde ganz gerne eigentlich noch Toyplanes kaufen. So, auf in den Item Shop. Einmal noch bei Agumon hier vorbeigeschaut, was der denn so hat. Ja, hallo Agumon, ich hätte gerne so ein Toyplane von dir.
Und wollte ganz gerne noch was verkaufen, und zwar so eine HP Disk 1, eine MP Disk 1, eine MP Disk 2, EP-Pack, EP-Pack, achso, MacFig X repariert ja nur 500 HP, können wir verkaufen, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, die anderen Sachen hier behalten wir auf jeden Fall alle. Gut, dann, brauchen wir sonst was? Erstmal nicht. Und wir sparen jetzt mal wieder auf irgendwelche Sachen für unser Autochen. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne kommentieren und liken. Wenn ihr mir irgendwie folgen möchtet, wisst ihr ja, Facebook und Twitter bin ich auf jeden Fall. Ist auf meiner Seite verlinkt. Könnt ihr gerne nachschauen oder auch in der Videobeschreibung. Da sind auch immer die Links mit drin. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.